Und damit herzlich willkommen zurück zu MU Legend hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in Sesaks Lager und dem Guten haben wir in der letzten Folge vors Maul gehauen. Und wir sind im Questgebiet. Wie heißt es? Reatrice-Ebene. Und wir sollen in die nächste City irgendwie da einen Baum läuten. Also nicht glockenmäßig, sondern halt von dunkler Energie befreien mit Weihwasser, was wir bekommen haben. Und das machen wir jetzt. Carol Sandrea. Wir müssen unbedingt reparieren und wir müssen den hier was machen. Ich habe gesehen, wir haben neue Fähigkeiten mittlerweile freigeschaltet. Wir können noch mal ein bisschen mit drin experimentieren. Ja, komm du. So. Was haben wir denn hier? Ermöglicht es dir, an einer ausgewählten Stelle anzugreifen, Feinde vor dir Flächenschaden mit 400-500 zuzufügen, sie zu verhöhnen, sie zu zwingen, dich anzugreifen. Und da... ein heiliges Licht steigt herab, das sofort 20... Ja, Heilung brauchen wir nicht. Das auch nicht. Was hatte ich denn da gesehen? Hier, den hier. Den würde ich gerne mal ausprobieren. So... Carosandria. Da sind wir. Wo auch immer. Also ich glaube, das ist nur ein Questgebiet, oder? Kann man hier... Ist das eine Stadt? Guck doch auf die Karte, Explorer, dann weißt du es. Nee, es ist... okay. Es ist... okay. Ja, dann müssen wir zurück in die City, wenn wir dann hier angekommen sind. Offizier der Tefakin-Armee. Im Namen der Tefakin-Armee in Carosandria möchte ich euch in diesem Außenposten willkommen heißen. Wie ich höre, habt ihr Sesak einen Kopf kürzer gemacht. Wie ist die Lage bei euch? Die dunkle Mission erweckt die Toten zum Leben und lässt sie gegen Carosandria marschieren. Die Nekromantie, die hier am Werk ist, ist sehr viel stärker als noch in Enova. Warum fordert ihr keine Hilfe aus Lorentia an? Das haben wir uns und... Das haben wir und uns. Wurde gesagt, wir sollen warten. Für Lorentias Dulden auch nur eine kleine rückständige Region. Außerdem glaube ich, sie beobachten das Vorgehen der dunklen Mission hier, um eine eigene Verteidigungsstrategie zu entwerfen. Hier wandeln die Toten und sie warten nur und sehen zu? Großartig. Wisst ihr, wie man sie zum Eingreifen bewegen könnte? Könnt ihr mir etwas B-Fleisch bringen? Wenn wir ihnen von schwarzer Magie verseuchtes Fleisch schicken, dann müssen sie einfach handeln. Ja, machen wir. Lope. Ich sehe da keine Hoffnung. In so schwierigen Zeiten werdet ihr keinen zweiten Käufer finden, der so ehrlich ist und so gut zahlt wie ich. Ja, würde ich gerne machen, können wir nicht. Gut, wo können wir denn hin? Wir wollen nach... Kommen wir jetzt noch irgendwo hin hier? Echt? Müssen wir... Ich muss reparieren, Leute. Wie geht das? Odor. Können wir da hin? Reisen? Können wir nicht, ne? Nicht hin, ernsthaft nicht. Rechtsklick auch nicht. Nee. Und von dem Teil hier auch nicht. Aber dahin können wir. Ja, dann entdecken wir mal die City, bevor wir eigentlich dahin sollen. Was war am Hammer? Hat uns jemand geschrieben? Nein. Okay. Wir wollen reparieren. Hier weiß ich immer noch nicht, wie das funzt mit der Tante hier. Ein schöner Tag, ja.
Lagerverwalt? Well, I'm telling you, your assets are safe with me. Gegenstand zerlegen. Kann man das zerlegen? Nicht wenig Kram, was sich da jetzt in der Zelle angesammelt hat. So. Vielen Dank. Oh, das ist ja noch eine Buchse. Das haben wir. Was sind wir mit Reparieren hier? Nein, ich wollte. Come in and take a look. Auswahl reparieren. Ausgerüstete Gegenstände reparieren. So, wir sind wieder frisch um die Nase. Und können jetzt hier mal bei ihm. Well, I'm telling you, your assets are safe with me. Können wir den freischalten? Gegen eine Gebühr von 20.000. Das ist aber. Sef. Aber Tasche ist voll. Was? Kriegen wir da gar nichts rein mehr? Ich will aber keine 20.000 ausgeben. Hallo? Habt ihr sie noch alle? Bin doch kein Krösus. Lassen wir es erstmal so. Aber wir hatten noch die Heldenmarken. Ist hier bei 17 Schluss? Nee, siehst du. Machen wir es manuell. Der wird wahrscheinlich nicht gehen. Stein des Segens. Ja, haben wir davon schon einen, ja. Grüne Wabbelsteine haben wir noch. Keine, okay. Oh, die Heldenmarken hier. Wieso? Hallo? Lass mich nochmal eben. Well, I'm telling you, your assets are safe with me. Ja. Wieso können wir die nicht einlagern? Was ist denn das? Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Fragmente eines Aufwertungssteins. Ein Material zur Herstellung von Begleiter-Aufwertungsteinen benötigt wird. Mhm. Wie machen wir das? Beschworen. Umbenennen, entlassen. Entwicklung. Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich nur irgendwas. Haben wir denn hier in der City noch irgendwas Besonderes oder können wir jetzt zurückdüsen? Beatrice-Ebene, Verzauberungshändler, Zakarians Villa, Gildenlager. Hier haben wir erstmal nichts zu tun. Dann machen wir wieder ganz schnell die Mücke und questen mal weiter. Und da steckt mein Hund gerade die Schnauze durch die Tür und meint, ich sehe es nicht. Geh mal auf deinen Platz. Ja, und tschüss. So, bitte sehr, begeben Sie sich bitte dorthin. Durch einen interkontinentalen Reiseführer kannst du dich auf andere. Ja. Und noch eine schöne Preisquest. So. Die lesen wir nicht vor. Gut, sehr düster hier. Das Land der Zombies. So, kommt ihr mal alle mit. Und es gibt halt hier wieder keinen. So. Sondern also quasi.
dass wir da alles töten, was hier Rang und Namen hat. Das war auch schon die Bereichsquest. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Ah, da kann man die Quest schon wieder abgeben. Let's do it. Infiziertes Fleisch. Ich danke euch. Ich werde dieses Fleisch unverzüglich nach Lorenzia schicken lassen. Tu das. Und da wieder eine neue Quest. Was haben sie nun vor? Man sagt, die dunkle Mission habe das Gefängnis von Calusandria angegriffen und die gefährlichsten Verbrecher mitgenommen. Später wurden die Verbrecher dann auf einem Feld getötet, regelrecht hingerichtet. Der dunklen Mission wird vieles nachgesagt, aber ein Sinn für Gerechtigkeit gehört nicht dazu. Da steckt irgendetwas anderes dahinter. Das sehe ich auch so. Ich werde mir die Leichen ansehen. Ich danke euch. Wenn ihr etwas herausfindet, meldet euch bei Stabschef Arundim. Wenn es um die dunkle Mission und ihre schwarze Magie geht, ist er der Richtige für euch. Okay. Leichen durchsuchen. Untersuche die Leichen. Darf ich? Danke. Nein. Und den noch. Den noch. Den noch. Gut. Wir können die Quest abgeben. Wir sollen jetzt noch hier. Das ist übrigens hier ein Mount, was ihr im Shop kaufen könnt. Zwar auch ein Reitmount, aber warum laufen? Reiten. Es ist sehr ruhig und unheimlich hier. Gut, die nehmen wir mal direkt an. Zack, zack, zack. Geh dann eben zu ihm hier. Ach, mal. Guter Ritter, bitte helft mir. Diese Bastarde von der dunklen Mission haben alle Dorfbewohner gehängt, die sich nicht beugen wollten. Ich bin der einzige Überlebende. Ich fühle mich schuldig. Darum kann ich nicht gehen. Bitte nehmt die Leichen der Dorfbewohner von den Galgen ab und helft ihnen, ihren Frieden zu finden. Machen wir. Ich höre immer noch die Schreie meiner Freunde und Familie. Mit ihm wollen wir reden. Hallo? Mit ihm. Mit ihm. Es freut mich, euch kennenzulernen. Wer hat euch geschickt? Bitte sagt mir nicht, dass ihr schlechte Nachrichten bringt. Innes von der Armee des Herzogtums bat mich, euch dies zu zeigen. Die dunkle Mission brandmarkte die Verurteilten, die sie tötete, mit einem merkwürdigen Zeichen. Oha, ihr habt die Leichen wirklich untersucht. Gut, ich werde es mir ansehen. Ich kenne die Mission und ihre schwarze Magie. Das ist das Mal des Hasses. Schwarze Magier benutzen es, um Hass zu extrahieren. Das muss etwas mit dem Schreibern der dunklen Mission zu tun haben. Sie haben den Hass aus den Leuten gezogen und sind stärker geworden. Deswegen haben sie die Verurteilten ausgewählt, um ihren Hass zu ernten. Sie müssen aufgehalten werden, bevor Unschuldige verletzt werden. Okay, dann mal fix. Bereichsquest, was sollen wir da machen? Verfaulte Ginsengwurzel. Oha. Töte die Schreiber? Nein, wir müssen Ginsengwurzeln finden. Wo sind die? Da oben? Das Ginsengwurzeln? Das sind Ginsengwurzeln, ah, ja. Müssen wir aber Gas geben, weil nur noch 3 Minuten. Ja, schwierig. Komm, halt dich jetzt nicht an die Mobs hier auf. Komm, geh. So, 2 Stück noch, dann haben wir die Quest. Was bist du? Ein Baum. Sehr schön, die Quest durch. So soll das sein. Da haben wir noch Gold liegen. Und was sollen wir jetzt hier machen? Verspringe das Weihwasser. War das jetzt hier? Ja.
In der Mitte. Dungeon betreten, müssen wir da rein oder was? Okay. Machen wir die Bereichsquest mal eben. Ja, wir sind bei 15 Minuten da jetzt noch in Dungeon rein. Aber wir müssen auch noch die Leichen befreien, okay. Auch noch was zu tun. Eins von drei. Galgen? Zum Erledigen. Die Fischer hier. Dann machen wir das auch noch fix. Gleich wieder. 5 von 12. Sogar noch ein Crashgeber. Hier unten soll noch welche sein. Bleib ruhig, Bäumchen. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Nicht aufregen. Ist nicht gut fürs Herz. Scheint ihn aber nicht zu interessieren. One for the road. Da ist einer. Ui. Hast du die auch noch befreien? Ah. Da war noch eine Leiche. Gut, dann gehen wir die Quest jetzt ab. Mittendurch. Immer mittendurch. Das ist immer eine gute Idee. Immer rein da. Und da sind wir. Remon. Ich danke euch. Hoffentlich finden sie jetzt ihren Frieden. Ich für meinen Teil werde es. Kein Level up. Ich will Rache für den Tod der Dorfbewohner. Ich bin immer noch wütend. Aus Rache erwächst nur noch mehr Gewalt. Glaubt ihr, der Tod derer, die eure Freunde getötet haben, würde euch glücklich machen? Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich meinen Zorn in den Griff kriegen muss, bevor er mich in den Wahnsinn treibt. Gut, nächste Quest. Machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich danke dir draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.